Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier noch immer in General Atomics Fabrik mit unserer lieben Ada, die hier kreisende Handbewegungen macht. Das macht sie mit Absicht, damit die Gelenke schön intakt bleiben. Es ist einfach so, weil ihr langweilig ist. Und ja, wir schauen uns hier ein bisschen um weiter. Auch vor Robotern machen wir hier nicht halt. Ein Momentchen. Wir sind nicht da. Nein, wir sind nicht da. Ich schau mal hier kurz rein. Türe öffnen. Hallo. Ah, von da oben haben die geschossen. Okay. Gibt's hier irgendwas? Außer dass man runterfallen kann. Nein, das wollte ich nicht. Ada. Oh. Ja, ne, da ist niemand. Schleich dich, du Roboter. So, wieder mal dummer. Ich fange schon mal an, ne? So wie es ist gehört, ich fange schon mal mit Speichern an. Ja. Und dann schleichen wir uns mal dahin. Und dann probieren wir mal, ob wir diese Deppen da nicht irgendwie. Hui, 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 hui. Was? Ich bin ja da. Achso, du meinst die Gegner. Verloren. Puh. Jesus, na. Kann ich dich denn so treffen? Nö, oder? Yay. Au. Gehst du durch? Das geht? Tatsächlich. Natürlich. Dam, dam. Dam, 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 dam. Wow. Cool. Explosion. Ja. Bitte da mal aufmachen und so. Sicherheitstürsteuerung. Jupp. Bam, bam. Die Tür ist verriegelt. Dann tun wir sie öffnen. Bam. Tür wurde geöffnet. Supi. Und dann gehen wir es schon wieder an. Hallo. Jesus, na. Alter. Hallo. Ja, natürlich muss nachladen. Wow. Toll. Radioaktiv verseucht auch wieder. Supi. Aber es ist wurscht. Ist nochmal alles gut gegangen. Können wir somit schon wieder brav looten. Warum ist denn da jetzt so viel? Alter, Alter, Alter. Warum ist denn da gleich so verseucht da drüben? Was? Ich hab... Red die mit mir? Mechanistgerät. Was denn das? Schaut aus wie ein Stapler. Greifdings, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Vorne, ne? Zum Hochheben und so. Ist es bestimmt nicht, ich weiß. Na gut, dann nehmen wir das mal, ne? Abgeschlossen. Untersuche das Robohirn. Ah, das ist ein Hirn. ja, wusste ich. Brennstoff haben wir da auch. Robotohirnkette. Nehmen wir auch mit. Warte mal, da drüben liegt auch so ein Schirm. Mechanist Holoband. Oh, ein Holoband. Wahrscheinlich die Bauanleitung dazu. Schaltplatte, Militärstandard und Stahl. Und hier ist jemand hat sich komplett aufgelöst. Kein Wunder, das war ja gerade eine Auflösung durch und durch. Ja. Robohirn-Torso. Sicherung. Robohirn. Cool. Was haben wir da? Patronen, ein Haufen, Impulsgranaten. Aha. Das sind dann wieder solche Dinge, ne? Die, was die Maschinen hier mit einem Schlag wahrscheinlich also kampfunfähig macht. Das. Des Präzisionsschützen. Mit Mündungsbremse. Aha. Impulsmine. Rüstungswerkbank. Warum soll man die jetzt wieder bestrafen? Da gibt es nichts zum Bestrafen. Einen Moment bitte. Da musste ich mal kurz ein Hüstelchen machen. Nein, es wird nichts bestraft. Wieso reden die da immer noch? Das Kind braucht Strafe.
Ich baller dich weg. Echt wahr. Das Kind braucht Strafe. Nein, Kind braucht nichts Strafe. So. Ja, mit dir rede ich gleich. Ich will nur noch schnell klubschen. Oh, kein Problemchen, meine Gute. Wenn alles nach Plan verläuft, verpassen wir dir vielleicht sogar was ganz was Feines. So ein Mannsweibgestell, ha? Ja. Na fein. Da drüben ist wieder radioaktiv, das Ganze. Mist. Aber es scheint sonst nichts zu sein da drüben, oder? Ich hoffe halt, dass man nicht rein kann. Obwohl es eigentlich so aussieht. Naja. Also. Eh und so. Was kann ich für dich tun? Reden bitte. Ada? Haben Sie etwas bei diesem Roboter gefunden? Mhm. Roboter mit einem Gehirn? Interessante Technologie. Blechhaufen. Seltsames Gerät. Ja, Hirn und so. Hast du schon einmal so einen Roboter mit einem Gehirn gesehen? Nein, aber meine alte Karawane hat beim Erkunden von Militäreinrichtungen Aufzeichnungen über solche Roboter gefunden. Laut meinen Datenbanken nennt man sie Robohirne. Sie zählten zu den technisch überlegensten Robotern aller Zeiten, aber das Modell ging nie voll in Produktion. Okay. Seltsames Gerät. Interessante Technologie, eigentlich ja. Ja, er hatte diese interessante Technologie bei sich. Hochinteressant. Sehen wir uns das mal an. Beeindruckende Technologie. Wenn meine Analyse stimmt, ist das ein spezialisierter Radarpeilsender. So hat der Mechanismus wohl das Robohirn im Auge behalten, das sie zerstört haben. Als nächsten logischen Schritt müssen sie mir diesen Peilsender einbauen, damit wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Bist du sicher? Hoffentlich ist es sicher. Zu gefährlich. Solider Plan. Ja. Sicher? Bist du sicher? Obwohl ich nur mit 78,3% Wahrscheinlichkeit recht habe, möchte ich erwähnen, dass das unsere einzige Spur ist. Na, hoffentlich ist es sicher. Hoffen wir mal, dass das Ding sicher ist. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Für den korrekten Einbau benötigen Sie eine Roboterwerkbank und ich muss anwesend sein. Zum Wohl der maximalen Effizienz sollten wir weiter zusammenbleiben, bis der Radarpeilsender erfolgreich eingebaut wurde. Es ist mir eine Ehre, meine Gute. Roboterwerkbank, ist denn das nicht das gleich da drüben hier? Das ist nur eine normale, ne? Das Rüstung. Braucht Strafe. Alter, du machst mich wahnsinnig. Eine Roboterwerkbank. Bestrafe sie, Timmy. Das hat damit jetzt nichts mehr zu tun, oder? Schau mal kurz auf die Karte tun. Lululu. Nee. Sind wir hier fertig? Red Rock. Raststätte. Da sind auch... Ah, das sind keine Siedler, okay. Aber, ich glaube, wir müssen dahin, ne? Ja, das heißt, wir müssen zuerst... Oh, weh. Den Dungeon hier verlassen eigentlich, ne? Aber so dürfen wir uns hier nicht wegborten. Käse, Dreck, verdammter. Jetzt meine... Du musst es doch... Nein, geht gar nichts. Mist. Naja, vielleicht können wir so irgendwie schnell zurück. So sie. Gibt es da drüben irgendwas umsonst? Ja, hahaha. Da liegt tatsächlich was. Ein Klebeband, wenn es mich nicht täuscht. Schau mal. Da. Zahnrädchen auch. Da liegt ein Haufen klumpert. Warte. Da. Huh. Das lief gut. Wah, jetzt bist du mir im Weg. Na, bitte nicht. Da ist ja so viel herrliches Schrottdings, was wertlos ist. Nein. Drehstabkopf, der geht. Und der Rest nicht? Doch, tatsächlich. Da gibt es noch ein paar Köpfe. Und Verbindungsstange. Und das da ist echt Müll. Schade. Und hier? Da ist noch was. Da ist noch ein Zahnrädchen. Und das war schon wieder. Okay, komm. Da ist noch ein Zahnrad. Noch eine Verbindungsstange. Blechdose, die ist ganz wichtig. Eine Coca-Cola-Flasche. Ah, hier haben wir noch was. Kühlmittelverschluss. Okay. Zahnrädchen, wieder solche... Drehstabköpfe-Dingens.
Da ist nochmal Drehstabkopf. Aha. Huch. Da können wir auch her. Schau, ein Schutzhelm. Abraxo-Putzmittel. Flasche mit Frostschutzmittel. Günstiger Dingens. Kleber, glaube ich, war das oder so. Mhm. Ansonsten ist da auch wieder nichts. Dann look, 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 looky, look. Schau mal darauf. Jawohl. Halt, noch was. Du dreckst so viel mit dir rum. Etta, ich könnte mal deine Hilfe gebrauchen. Wie viele Wischmöppe es da gibt. Also, puh. Jawohl, Patronen. Supi. Und ansonsten war es das. Die arme Frau da, ne? Mit den letzten Kräften, die sie hatte, hat sie es geschafft, diesen schweren Koffer da hochzutragen, wo sie mühevoll 20 Patronen reintat, um sich selbst irgendwann ohne Pistole zu beschützen. Jawohl. Wahrscheinlich war das eine linke Partie. Ihr Boss hat sich die Buffen behalten und sie rennt einfach mit den Patronen weg. Oder sie hätten im Team arbeiten sollen. Das hat dann auch nicht ganz geklappt. So, her mit den Teilen. Gib mir die Teile. Damit wir uns einen hübschen Roboter basteln können. Da ist nochmal so ein Eimer. Jawohl, her mit dem Zeug. Ich weiß, ich bin überladen. Aber Etta ist auch noch da oben irgendwie. Die will da nicht mit. Die will nichts schleppen. So, was haben wir hier noch Schönes? Ist hier irgendwas Schönes? Da. Flansch. Flansch, 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 Flansch. Da ist alles nur umgeworfen. Wieder mit ein paar Roboterteilen, wo wir nichts damit anfangen können. Da noch irgendwo was? Ja, Kühlmittelverschluss. Gut. Lalala. Da draußen liegen wieder diese, ja, Schrott. Ja, können wir eigentlich sagen Schrottbots, oder? Die haben wir nämlich sauber verschrottet. Etta, kommst du mal mit, meine Gute? Ich brauche dich da mal zum Schleppen helfen. Bitte? Ja, ich muss mal kurz zu ihr rauf, das geht so nicht. Weil sonst gehen wir da durch den Dungeon durch und das ist nicht so klasse. Ich brauche kurz deine Hilfe. Bitte handeln. Sicher, werfen Sie einen Blick darauf. Jo. Genau, dann machen wir das so. Dam, dam, dam. Schrott. Lagern. Umgeschaut, gleich einfach mal durch. Wir kriegen sie gleich wieder zurück dann. Einfach rüber mit dem ganzen Zeug. Jawohl, ja. So, 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 so. Die kann schon recht viel tragen, die Gute, ne? Jetzt will ich gerade mal zur Neugierde mal testen, wie viel. Weil ich habe gesehen, sie hat schon das kleine Upgrade, sag ich mal, mit ein paar Taschen. Ja. Ah, das sind halt die Roboter-Mods, genau. Passt eigentlich, wir können schon richtig viel schleppen. Danke, Etta. So. Aha, wir können wieder laufen. Juhu. Wir sagen Servus und raus da. Hurra, wir haben es geschafft. Wir sind toll. So, jetzt brauchen wir eine Roboterwerkbank. Dort oben, ne, ging es dann wahrscheinlich weiter. Also, bei dieser Raststation da oben, da dürfte scheinbar was sein. Tun wir mal looken. Lalala, und so wie wir sehen, tun, haben wir auch bald schon Level 17. Oh ja. Katschang. Boah. Und schon haben wir ein paar Punkte bekommen. So, ja, und jetzt? Ein Kleeblatt da drüben. Aha. Wartet mal kurz. Ja, wir müssen... Ich schätze mal dahin. Red Rocket Raststätte. Mhm, dann würde ich sagen, schauen wir mal dahin, oder? Okay. Da, 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 da.
Also, das schaut auch irgendwie aus wie so ein roter Knopf für die Atombombe. Das ist scheinbar, das ist wieder so ein, oder wieder, das dürfte so ein, keine Ahnung, was für ein Modell sein. Red Rocket. Ahahaha. Edda? Ja, da ist sie, die Gute. Ah, das ist hier, wo wir unseren Dogmeat das erste Mal getroffen haben. Aha. Waffenwerkbank. Ja, da haben wir schon mal beste Musik. Das ist schön. Das hält uns beim Basteln gleich sauberst bei Laune. Impulsgranaten. Also ich werde das derweil einmal hier reinlegen tun. Ba, ba, ba. Rohrzange kommt weg. Was ist denn das denn? Despräzisionsschütze. Oh, da haben wir viele. Oh. Oh, Scharfschützengewehr. Aha, ja. Unseres ist noch besser. Doppelläufige. Mündungsbremse. Gut, da hätten wir aber auch viele. Ei, die wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Ja. Na, warte. Ja, bitte, verlassen wir mal kurz. Ich lasse das mal nicht, dass wir irgendwelche Materialien jetzt verbrauchen, aus Versehen, die wir eigentlich hierfür brauchen, täten tun. Was bist denn du? Knopf drücken. Ah. Ja, das ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Da gibt es leider keine Tür, aber... Oh, Esotonic, da ist sicher nichts mehr drin, ne? Nein, nein. Nein, da haben wir da alles durchgeschaut. Ich hoffe. Amateurfunkbox. Fertig. Was? Oh, Supermutanten. Das wollte ich nicht. Wie zum Teufel, warum und wieso kommt die jetzt hierher? Alter Schwede. Jawohl. Warum sind die da? Weil ich die Funkbox da jetzt gerade angeschalten habe oder was? Also diese... Boah, wie gemein. Wo ist denn der Sturm? Da. Jetzt versaust du mich hier drinnen alles wieder. Weil du da dann vor dir wegschimmelst oder was? Du Blödes. Ich weiß nicht. Echt. Jetzt versaut er mir da die ganze Einrichtung wieder. Supermutant. Befehle der Supermutanten. Präzisionsschützen gehärtet. Aha. Befehle? Moment, das schauen wir uns mal drinnen näher an. Komm mal mit, meine Gute. Edda. Danke, dass du mich beschützt hast. Moment, das muss ich jetzt mal anschauen. Also, es müsste dann wahrscheinlich hier dabei sein, oder? Nee, das sind nur die Quests. Dann muss es hier da... Hoffe ich halt dabei sein. Bei vielleicht Diverses. Befehle der Supermutanten. Wieder so ein Fetzen. Töten, plündern, zurück. Das ist schön. Ach, Gottchen. Ah, gar zu viel. Ja, das ist dann schon zu viel zum Nachdenken, wenn noch erstens, zweitens, drittens dabei stehen würde. Ah, schön. Wirklich wahr. Ach, fein. Na gut, also haben wir jetzt die Waffendingens und hier haben wir jetzt Roboter. Also E. Na, E ist schon falsch. Ah doch, warte mal. Da können wir was bauen. Ach so, die Roboterwerk. Aha. Aha. Warte mal. Und was... Halte V gedrückt, um das Werkstattmenü zu öffnen, wenn du dich im Baubereich befindest. Baumenü, genau. Ahaha, wir müssen es bauen. Dann machen wir hier wieder auf. War gut, dass ich hier zugemacht hatte. Ja, das ist ein toller Hinweis, wirklich. Ja, da fällt einem gerade nichts ein, drauf zu sagen, ehrlich nicht. Also, wir brauchen diese Roboterwerkstatt. Och nein, Glasfaser fehlt und nukleares Material. Mist.
Vernichten. Vernichten. Wow, Beton. Was ist das? Da wird geschossen, da hinten oben. Warum? Da haben wir Holz. Wow, gleich 30 Stück. Nehmen wir alles mit weg. So, was haben wir da noch? Hoffentlich kriege ich jetzt dieses nukleare Dingenszeugs und so weiter zusammen. Das wäre jetzt echt blöd. Ha, wenn das nicht hinhaut. Boah, so ein Reifen gibt halt auch schönes Zeugs, ne? Da haben wir so einen Pfosten. Kaputte Glühbirne, das kann man immer brauchen. Immer. Und wir schmeißen das achtlos weg. Wenn bei uns so eine Atombombe explodiert, wären wir froh, bitte, wenn wir sowas hätten. Ja, wir wären froh, wären wir. Was haben wir da? Das ist alles nur... ja. Zeugs. Ja, Labordingens. Da ist hier noch ein bisschen Holz. So. Da ist auch noch Holz. Boah, viel Holz. Stolz auf Holz. Was haben wir da? Stahl. Mist, jetzt kriege ich dieses nukleare Zeugs nicht zusammen, ne? Boah, da ist viel Stahl, also wirklich viel. Jö. Da ist nix. Da ist nochmal so ein Baum. Ah, die Händlerin. Hallo. Ich brauche vielleicht was von dir. Warte mal. Ah, warte. Hey, Carla. Hallo, Carla. Willst du handeln? Ja, vielleicht hast du was für mich. Unsicher. Diamond City? Nein, handeln. Klar. Ich schau mal, was du hast. Hier ist mein Angebot. Da. Ach so, warte. Da ist alles gemischt, ne? Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, diverses Schrott. Puh. Ah, Beton hätte sie da. Den kaufe ich gleich mal. Biometrischer Scanner. Globus, Golduhr. Ah, da steht dabei, was es kann, ne? Haha. Nukleares Material. Das Zeug können wir schon mal kaufen. Ich nehme es gleich zweimal mit. Puh, jetzt habe ich schön vergessen, was wir noch brauchen können. Aber das kaufe ich jetzt mal. Kaufen. Hat es hingehauen? Beton, biometrischer Scanner und so. Handel bestätigen. Okay. So, warte mal. Boah. Boah, das ist echt eine schöne Rakete, ja. V. Passt. Glasfaser hätte noch gefehlt. Warte, Gnädigste. Warte, ich brauche noch Glasfaser. Hallo. Hey, Carla. Du schon wieder. Willst Tut du mir handeln? Leid. Ja, ja, bitte. Handel. Klar. Ich schaue es mir an. Ich verkaufe immer gern. Ja. Glasfaser hieß das Zeugs, ne? So, also, klack, 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 diverses Schrott. Glasfaser. Nein, nein, nein. Es ist so praktisch, dass hier dabei steht, was es für Materialien hat, ne? Ah, das wäre nochmal so ein nukleares mit Kupfer gekauft. Gummi, Kleber, 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 Klaus Kleber, komm her. Entschuldigung, Entschuldigung. Kupfer nehmen wir auch mit, da haben wir eh immer wenig. Kristall, das ist ganz toll, Asbest. Ladung Beton, oh, das kostet halt schon viel, ne? 200 Kristall, Schaltkreise, aha. Schraube locker, Öl, Glasfaser, Optik. Das wird was anderes, glaube ich, ne? Ich nehme es mal mit. Kupfer, ist das teuer? Das kostet ein bisschen. Glasfaser, da haben wir schon. Rattengift. Was hat Glasfaser drin? Warum nicht? Feder. Irgendwas mit Stoff. Ha, da fällt mir gerade ein, ich brauche auch Stoff.
Ich brauche auch Stoff. Das kriegt man halt wahrscheinlich am allerbesten. Das Telefon nehmen wir auch mit. Das kriegt man sicher am allerbesten mit Kleidungen und so, ne? Nukleares Material nehmen wir auch mit. Beton 5, Zementsackel. Nein, weiß nicht. Diverses Hilfsmittel, Kleidung, Stoff wäre halt gut. Kriegt man da, steht dann das dabei, dass man, wenn man das zerstört? Na, oder? Mist. Da auch nicht. Diverses steht echt nur da dabei. Feder, Zahnrad, Korken, Leder, Stoff. Aha, verstehe, okay. Baumwollgarn, Säure, Stahl, wegen die Betten, wisst ihr? Ich denke da schon ein bisschen an die Betten, die wir noch bauen müssen für das eine Siedler-Dingens da. Ich glaube, das passt. Annehmen, Handel bestätigen, okidoki. Perfekto, ich danke dir, Gnädigste. Huch, die Ada. Ach ja, du hättest ja auch Material gehabt, ne? Die hat sicher was dabei gehabt, die Ada, was wir gebrauchen hätten können. Ja, mit Sicherheit, ich weiß. Ist halt so. Man muss ja auch die heimische Wirtschaft da ein bisschen fördern. Das ist übrigens ganz was Wichtiges. So, das tun wir auch alles weg. So. Das sind auch noch ein paar schiere Reifen. Die tun wir auch weg. Die braucht keiner mehr. Es gibt hier momentan, so wie es aussieht, keinen Winter. Also wozu soll man das aufbehalten? Das sind ein paar Eierschachteln. So, haben wir da noch was? Ein Auto. Das heißt, hier können sich eigentlich auch Leute ansiedeln. Boah, da haben wir bald mehr Siedlungen als sonst was. Ah. Ja, ist aber irgendwie eh schön, ne? Wenn langsam wieder alles bewohnbar wird und so, ne? Schild, ein Haufen Reifen. Bierflaschen. Wie tun wir lagern? Bitte ja. Jupp. Eigentlich hätte ich die jetzt. Na, ist ja wurscht. Den Sessel. Verwerten, ha? Oder? Lagern. Verwerten. Ja, mit dem Zeug, da ist Stoff drauf. Das tun wir auch verwerten. So wie das hier. Für den Stall. Boah, das dauert jetzt wieder, ne? So, davon ist auch nochmal einer. Ah. Da haben wir noch so ein Auto. Weg damit. Du kommst auch weg. Du sowieso. Aha, der will nicht, der streikt. Ja, Maulwurfshügel. Da ist noch sicher irgendwo ein bisschen Holz. Da zum Beispiel. Jawohl. Fisch. Aha, das ist Kochstation. Das ist fein. Und ich glaube, dann haben wir schon einmal alles umrundet. Eiskühler. Aha. Mülleimer. Passt. Ich glaube, dann können wir schon unser Zeugs, unsere Roboterwerkstatt bauen. Aber wohin denn? Ich hätte gern, ehrlich gesagt, hier irgendwie Garage raus und dann hier so. Das wäre cool. Juhu, wir können sie auch bauen. So. Ja, und jetzt? Spezial. Nix spezial. Warte. Dann du mal hier. Werkstatt. Jetzt, spezial. Und jetzt? Hä? Warte mal, da stimmt schon was nicht. Was ist hier los? Wartet. Warum zickst du jetzt rum? Karte? Was willst du eigentlich von mir? Daten. Baue die Roboterwerkbank. Wenn es doch nicht will. Das ist wieder was Eigenes, ne? Was? Jetzt ist sie weg. Ah, da. So. Das ist doch die Roboterwerkbank. Muss man die nicht irgendwo hinstellen?
Warte mal. Hä? Werkstatt? Spezial. Werkbank 1. Will das machen? Warum denn bitte nicht? Edda, da spinnt's. Ich weiß nicht warum. Muss es einen bestimmten Platz? Was? Da geht gar nichts. Das muss hier gebaut werden eigentlich. Ist das Pflicht? Kann ich das nicht auch in Sanctuary Hills machen? Ich habe ja alles. Ist ja alles auf grün. Oder fehlt noch was? Baue mit. Klick, 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 klick. Na, da geht nichts. Warum eigentlich, du Scherm? Hey. Ja. Handeln. Alles nehmen. Okay. Geht's jetzt? Aha. Was? Die Edda darf einfach nur nicht irgendwas tragen und dann geht's. Aha. Das ist ja auch absolut und logisch. Das ist ja total logisch. Weißt was? Ich stelle die den Roboter-Geschichtel. Geschichtel-Schachtel stelle ich vorm Eingang. Ich will es irgendwie da drunter stellen. Probieren zumindest. Dass es nicht auf ihr drauf regnet. Hätte ich es halt gern gehabt. Ah, hier wird's grün. Ah, hm? Wie tut man es so? Ich glaube, so schaut's gut aus. Und zack. Passt. Aluminiumkanister, zwei Telefone, Wecker etc. entfernt. Nein, Gottes Willen. Da, so. Und jetzt mit ihr quatschen. Schön langsam. Nur nicht hetzen. Hallo, Edda. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Reden. Edda. Sind Sie bereit, den Radarpeilsender einzubauen? Ah, jo, bin ich. Was? Aufgepasst. Jo, bitte. Wie kann ich die... Warte da. Ich würde sie lieber begleiten, aber es ist ihre Entscheidung. Komm schon. Bitte komm mit. Danke. Jetzt passt's wieder. Ah, warte. Kann man hier auch... Ja. Du kommst auch weg. Muha. Und du auch. Erste-Hilfe-Kasten. Verschrotten. So. Da kann man da wieder weg. So, wir tun herstellen. Neuer Automatron. Nein, die Edda. So, und jetzt? Um einen Roboter zu modifizieren, baue entweder eine neue... Drücke... Ja, nicht so schnell. Um Roboter und Mods bauen zu können, benötigst du Komponenten, die du aus Schrottgegenständen ausschlachten kannst. Wie besonders... Alter, wähle was? Gewünschten Mod aus und drücke Enter, um sie zu bauen. Wenn du die benötigten Kombinationen hast, werden sie aus deinem Inventar entfernt. Aha, jo. Kopf war da, ne? Fabriksrüstung. Dein Kopf. Kein Kopf, genau. Dein Kopf. Aggressodron-Kopf. Kopf-Fabriksrüstung. Und was hat sie gerade auf? Nur Kopf. Dorso. Geht da irgendwas mit Taschen? Dorso ohne Extras. Schauen wir mal. Dietrich Mut. Was? Wie? Fügt Schlossknacken Subroutine hinzu. Echt? Das geht auch?
Ist ja cool. Was hat man denn noch? Aggressotron? Achso, das Aussehen einfach nur ändern, ne? Aber irgendwie... Puh. Mister... Aha. Wissenschaft Rang 2 und Rüstmeister brauchen wir dafür schon. Das haben wir zum Glück. Okay, Aggressotron. Ah, sie ist einfach... Sie ist einfach... ein Aggressotron. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn jetzt machen eigentlich? Fabriksrüstung, keine Torso-Heckdingens. Schadensenergie. Aha, die soll eh recht gut, oder? Bis auf das. Was nehmen wir denn? Schlösser knacken oder hacken? Ich würde eher sagen, ich habe mehr Glück beim Hacken, glaube ich. Dann würde ich vielleicht Dietrich-Modul nehmen. Ching! Was haben wir noch? Link, also Kopf war auch was, ne? Aggressotron-Kopf. Okay, da ist nicht mehr. Torso, linker Arm. Aha. Verringert Tragekapazität. Linke Klauenhand. Doch du liebes bisschen. Aha, da ist noch gar nichts, oder was? Achso, also da. Erhöht Nahkampfschaden. Mhm. Gibt es da sonst noch irgendwas Gescheites vielleicht? Protektron. Linke Laserhand. Nicht Laserhand, ist ja cool, oder? Flammenwerfer? Zangenkneifer. Ein Flammenwerfer wäre schon cool, oder? Aber so eine Laserhand. Ganz ehrlich? Gefällt mir. Würde mir echt gut tun. Gut gefallen. Weißt du was, ich mache das Laserdings. Standard. Standard? Ach so. Das ist dann gar nicht so toll. Warte mal, wie viel Schaden? 45. Macht eigentlich gleich viel Damage, ne? Gleich viel Damage. Schaden ist da sogar weniger. Aha. Dann ist da unten der größte Schaden. 48. 48 doch nur. Da war 51. Warum zeigt er da Minus an? Ich mache die Laserhand. Anfertigen. Dann machen wir hier linke Handrüstung. Plus, plus. Ah, da hat sie noch nichts. Fabriksrüstung. Warum nicht? Katsching. Dann Laser, linke Fabrik, aha, Armfabrikrüstung ist okay. Aggressotron. Wow, Tragekapazität wird auf extrem erhöht. Aha, warte, was wäre da? Ein bisschen weniger Schutz dafür. Aber ganz ehrlich, Tragekapazität auf 400. Gesundheit auch ein bisschen weniger. Ich mach's einfach mal. Katschinga, Katschanga. Was haben wir dann noch? Rechter Arm. Wachbot, rechter Arm. Kein rechter Arm. Protektron. Aha, da verliert sie an Tragekapazität. Was haben wir hier? Aha, das ist auch schon. Rechte Hand Laser. Keine Armrüstung. Na, warte, abbrechen. Haben wir auch fertig eigentlich. Wie schaut's mit den Haxen aus? Mr. Handy Schubdrüsen. Gibt's da zum... Was ist da? Ah, die Tragekapazität lässt schon wieder nach. Da führt sie mehr Gesundheit. Viel mehr Gesundheit. Und die Ketten würden ihr echt gut stehen, oder? Die Tragekapazität lässt aber nach. Das ist nicht so schön. Aber die Gesundheit ist dafür geil. Weißt du was, das mache ich trotzdem mal. Dann kann die länger ballern, nämlich. So. Haftrüstung. Mittlere Fabriksrüstung. Gerne. So. Und die Farbe. Aquamarinblau.
Nee. Gibt's was Violettes? Dunkelblau, dunkelgrau, grün, gelb, grau, hellblau, hellblau? Oh, das wird ja auch nicht so schlecht stehen. Oliv, orange, rosa, ach du Heilige, rot, schwarz, weiß, kein Violett. Ihr seid Rassisten, ich will ein Violett haben. Phü. Ist wieder klar, dass wir nicht mehr. Ich bin jetzt eingeschnappt. Ah, das Hellblau wird dir echt gut stehen. Anfertigen. So. Passt. Das war's auch schon. Verlassen. Immer faszinierend, ihnen beim Bauen zuzusehen. Vor allem, sie ist da, ne? Boah, die fährt ab. Boah, da raucht's ganz schön raus, ne? Ja, ich glaube, die hat Blähungen. Na und wie gefallen die deinen neuen Haxen? Aufgepasst. Ich helfe gerne weiter. Position halten. Ich kümmere mich darum. Ada. Sind Sie bereit, den Radarpeilsender einzubauen? Ja, hat das nicht hingehauen? Muss es unbedingt du sein, Scherzen. Bringen wir es hinter uns. Ziehen wir es durch. Scherzen? Zeit für den Eingriff. Achten Sie darauf, dass Sie nichts Wichtiges ausstecken, wenn Sie meine Schaltkreise durchwühlen. Sobald ich in der Roboterwerkbank bin, bauen Sie einfach den Radarpeilsender ein. Ich erledige den Rest. Hoffentlich habe ich es jetzt umsonst modifiziert. Ja. Also nochmal, Ada. Spezialmods. Aha. Radarpeilsender. Ja. Bitte. Und anfertigen. Ja. Das hat jetzt hingehauen nochmal, ne? Verlassen. Jo. Und? Jawohl, abgeschlossen. Baue den Dingens eins, müsste passen, ne? Aufgepasst. Und? Ja, Ma'am. Folgen. Und los. Ich erledige das. Ada. Und? Einen Augenblick. Die Modifikation war erfolgreich. Die jo. Neue Hardware wurde erkannt. Die Software Schön. Wird aktualisiert. Installation abgeschlossen. Analysiere Mechanist Hardware. Der Radarpeilsender empfängt ein starkes verschlüsseltes Signal, aber ich kann die Quelle nicht bestimmen. Weiß der Mechanist das wohl? Sackgasse. All das führt zu nichts. Ist wurscht. Guter Anfang. Ja, fragen wir blöd weiter, ne? Der Mechanist weiß, dass wir den Peilsender manipulieren? Ich habe bereits dafür gesorgt, dass meine Position nicht preisgegeben wird und mögliche unbeabsichtigte Befehle des Signals ignoriert werden. Leider wird uns einer davon nur wenig helfen, die Quelle des Signals zu orten. Okay. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Absolut. Mit etwas mehr Unterstützung sollte ich das Signal entschlüsseln und den Mechanist orten können. Zum Glück orte ich ein weiteres Robohirn im Commonwealth, das dasselbe Signal empfängt. Okay. Wichtig, weil es gibt also noch mehr. Wen interessiert denn das? Endlich sind wir im Vorteil. Puh. Es gibt also noch mehr. Also war das ich zerstört habe, nicht das einzige Robohirn des Mechanisten. Ja, und das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Die Verschlüsselung des Quellsignals ist komplex, aber nicht unmöglich zu entschlüsseln. Wenn Sie mir zwei weitere Peilsender bringen, sollte ich aus Ihnen die Schlüssel und Algorithmen für meine Entschlüsselungsroutine erhalten können. Ja? Wird es hinhauen, sarkastisch. Hoffentlich funktioniert das. Legen wir los. Du bist sarkastisch. Jetzt wohl Robohirn-Saison. Zumindest bis unsere Mission abgeschlossen ist. Ich lade die Position des Robohirns jetzt auf Ihren Pip-Boy. Seien Sie vorsichtig. Diese Roboter reisen gerne in Gruppen. Also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Hurra! Neue Quest und... Wup, 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 wup! Stufe aufgestiegen. Super! Eine neue Bedrohung ist abgeschlossen. Fisch. Sehr schön. Und der Part ist für heute auch wieder zu Ende. Und eine neue haben wir, Kopfjagd. Also einen neuen Part, nicht eine neue Quest. Sehr schön. Zwei weitere Peilsender brauchen wir dann. Supi, 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 supi. Ich freue mich. Wir sind gut unterwegs und ganz ehrlich, ey, das schaut schon heiß aus, oder? Wenn Codsworth die sieht, Alter, ich schwöre euch, da geht ihm die Pumpen. Da bin ich mir sicher. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut
und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!